Mahlzeit, Leute, willkommen zurück zur nächsten Folge Red Dead Redemption 2. Mal yeah. Alles klar. So, Mahlzeit, wir spielen hier weiter und wir haben jetzt hier erstmal diese Sachen freigeschaltet. Am Ende der letzten Folge, das war schon mal richtig geil. So, jetzt gucken wir mal hier auf der Karte, was hier abgeht. Wir haben hier einen kleinen Scheißhaufen kreiert, in dem wir ein Kopfgeld von 60 Euro wert sind. Dollar, Entschuldigung. Und ich habe absolut keinen Plan. Kieran, wie ich das wieder wegkriege. Versuche von Kieran Informationen über die O'Driscolls zu sammeln. Okay, Friends. Dann werden wir jetzt mal zu Kieran gehen. Und damit wir diesen komischen Typen da mal endlich aus unserem Camp entfernen, der da schon 10.000 Jahre am Baum hängt. Talk to them. To Dutch. Speak. Don't cry, boy. Speak about your gang. I can't. Boy. Whoa, hold your horses Zu Gast there. Bei Freunden. It seems the cat has got our friend here's tongue. I was thinking Mr. Williamson could have a word. You ready to talk, boy? I told you, mister. I told all of you. I don't know nothing, okay? They ain't no friends of mine. I just been ridden with them for a while. Horseshit. You see, we heard that part, so how about you tell the truth? Dutch, what do you want me to do? Hurt him, so the next time he opens his mouth, it is to tell us what is going on. Who am I kidding? One of O'Driscoll's boys couldn't open his mouth, but he'd tell a lie. Screw it. Let's just have some fun. Uh-oh. Yeah! What's he doing? Where's he going? Oh, don't worry. You're only balls, boy. Just gonna cause you trouble. You know, in Imperial Rome, eunuchs was among the happiest and most loyal of courtiers. Oh, you kidding me, right? Of course. You sick bastard! What do you want from me? Well, you are gonna talk. The only question is now or after we got these little fellas off. Okay, listen. I know where O'Driscoll was holed up. Junge. You're right. He don't like you any more than you like him. He's at Six Point Cabin. I'll take you there. Serious. I don't like him. I mean, I like him even less than I like you. No offense. Oh, none taken. Okay then, partner. Why don't you take a few of us up there right now? I got this, Dutch. Should be fun. All right, you. Come on. Let's go. Alles klar. Kompendium aktualisiert. Wurfmesser. Ich hoffe, um deinetwillen, das bla bla. Halte gedrückt. Up into the hills behind Valentine. I'll show you. John, you take this little rattlesnake with you. Any nonsense, kill him. Sure. You're gonna pay your buddies our respects. He taking us to Cole? That's what he says. Come on. I'm taking you to him. Look, I'll give you more directions when we're close. But if I know where we are, it's up past Valentine. All right, I'll lead. Ja, mal hier ein bisschen schneller, oder was? Who'd have thought? How many times I gotta say? I ain't an O'Driscoll. You sure look like one, and you smell like... God damn! You smell like one, too. I smell like horse shit. That's right. Boy, are you high. Morgan! You got throwing knives in your saddlebag. Doug said that you might... I was asked to give them, and I'm doing you the further courtesy of telling you about it. Next time you want to give me something... This is it. The cabin's just the other side of this hill. Okay. Off your horses. Let's go. You gonna get them knives? I said easy. Also er hat nichts gesagt davon, dass ich die Waffen jetzt wirklich mitnehmen soll. Er hat gesagt, er würde sie mitnehmen. Scheißegal. Obwohl, lässt mich mal gerade... Messer habe ich am Start, alles klar. I'm watching you. Every moment. I ain't gonna shop you now, come on. It'd be suicide. You'll die, boy. Bogen. But you'll lose your balls first. Jesus Christ. Mir könnte ich auch noch Leute erschießen. There, you see?
Okay. Okay. The cabin's in the clearing down there. There'll be a bunch of fellas hiding out there, too. Are these fellas armed? Armed? Drunk? Wary of strangers, yep. And Cormo Driscoll? He'll be holed up in his cabin. Be passed out, booze blind, likely as not. And over there, someone's coming. So, who's gonna tell him we ain't got nothing for the pot? Oh, let me think. The fella that spooked the game, I reckon. I'm gonna drain it. I'll catch up. No. Okay. We don't fall for that. We're gonna wait so you can tell him yourself. Yeah. If anyone's actually gonna shoot the messenger, it'd be that mean son of a bitch. Yes, sir. Come on, shake it off. Come on. What are we doing about the pisser, Morgan? One by the tree. One by the tree? Bill Schicken. He's yours, Williamson. Okay. Okay, wir schicken mal den anderen Kollegen hin, gucken, wie er sich macht. What's really quiet? A knife. Ja, wir gucken mal. Now stay here. Don't you damn move. Okay, dann gehen wir jetzt mal ganz leise hier unten hin und gucken, dass wir den anderen Typen auch noch zu den anderen beiden schicken. Was haben wir denn da? Steht da noch einer? The next two. What's the plan? Come on. Aus der Nähe erledigen. Make no mistakes here. That's what the knife's for. When we're there, we move at the same time. Lol. Where do you keep your valuables? Töten. Okay, das war scheiße. Von wegen leise. Okay. Ach du Scheiße. Oh, das sind viele Dudes. This is quite a hideout. Come on, Driscoll, where are you? What are you hiding out in the woods for? Okay, wir gehen mal ein bisschen vor. Haben ja Spiele gespielt, die wirklich. Okay, ist das einer von uns? Nein. Hey, komm schon. In den Rücken. Okay, alles klar, wir gehen noch ein Stück weiter vor. Wo sind die nächsten? Ist irgendwie alles recht chillig hier. Ich könnte ihn sogar plündern. So. Kommen die Schüsse von da? Okay, ich gehe weiter ran. Kommt mir so vor, als ob ich alle. Da ist der. Komm, lass ihn mal. Ah ne, jetzt hat er es geschafft. Boah, hier sind mega viele Dudes. Vielleicht kriege ich gleich noch ein bisschen mehr Geld. Und der nächste. Hosea! Kommen wir hier zurück ins Lager? Ja. Komm schon. Versteck dich. Okay. Jetzt haben wir eine Nachricht. Da ist der nächste. Oh, wir stehen direkt hinter unserem Kollegen, das ist nicht so gut. Nachladen. Reinschießen. Nochmal.
I'm still here. Hey, he said Cone would be in the cabin. But. I'll check. You look out here. So, alter Schwede, hier liegen natürlich mega viele Sachen. What you got, O'Driscoll? Schön durchsuchen, schön plündern. Ich melde mich dann gleich wieder, wenn wir bei der Hütte sind. So, wir sind wieder am Start, Friends. Shit, Action. You alright? Sure. Was? Was? Come O'Driscoll. He ain't here. Okay, er ist nicht da. Set us up. Come here! What? You set us up. No, I didn't. You did. Come O'Driscoll ain't here! He was here, I swear! If I was setting you up, I wouldn't have saved your life. It's a good point, Arthur. All right, then, go on. Get out of here. Hey? I won't kill you. No, I didn't set you up. Get lost. Get lost. I'm letting you run away now. Go on. Get out of here. That's as good as killing me. Out there, without you, Como just was going to lose his mind about this. So? So I'm one of you now. Give me a break. All right, then. But I'm warning you. Oh, hey, I know. Come on, let's get to camp. So you got the cash, then? What cash? Yeah, it's usually some cash. In the chimney. I'll check it. Rest of you boys, get to camp, quick. See, Arthur? I ain't so bad. Hey, Bill. You tell Dutch old Kieran ain't worth killing. Just yet. Yeah, right you are. Okidoke. Im Chimney, oder was? Durchsucht die Hütte. Dann gehen wir doch mal gerade direkt hier hin. Tausche gegen Repetierkarabiner. Doppelläufige Flinte. Warte mal gerade. Geldscheinklammer nehmen. Noch eine Geldscheinklammer. Oh, hier liegen ganz schön viele rum. Pferdchen. Komm doch mal her. Kann ich mein... Moment mal, ich gehe mal gerade drauf. So, wenn ich hier jetzt Sattel mache, dann packt er das Ding auf den Sattel. Wenn ich jetzt hier Sattel mache, packt er das Ding auch auf den Sattel. Jetzt müsste ich absteigen, theoretisch. So. Und wenn ich jetzt hier gegen die Leiche trete, wenn ich jetzt hier reingehe, dann müsste ich mir more fucking mäßig einfach dieses Gewehr nehmen können. Aufheben. Kompendium aktualisiert. Doppelläufige Flinte. Halte L1 gedrückt, um das Waffenrad auszurufen. Was? Zu warten? Ach so. Reinigen. Guck mal, das ist so ein ganz altes Teil. Das ist ja crazy. Krass, und die wurde jetzt richtig sauber. Nicht schlecht. Umdrehen. Cool. Die Waffe ist sauber. Durchsuche den Kamin. Können wir jetzt Enten jagen mit dem Teil? At least you got something tucked away. Wow, 600. Bandenanteil 300. Mein Anteil 100. Alter Schwedetz. Mission abgeschlossen. Crazy shit. Ja, und jetzt? Jetzt waren hier voll viele Missionen, habe ich eben gesehen. D ist neu, oder was? Was ist das? Horsey Overloo Dutch. Van der Linde. Naja, und jetzt haben wir noch hier unseren kleinen Thomas Downs. Oh, was steht hier? Statte Thomas Downs einen Besuch ab und treibe seine Schulden ein. Ha. Huh. Ich glaube, das können wir in dieser Folge noch machen. Aber nur, wenn ich jetzt einen Cut mache und wir direkt bei dem Gebäude ankommen. Bis gleich. Und? Ah, hier ist er. Mr. Thomas Downs? You owe me money. Oh, no, no, I'm... Huh?
We ain't a charity, Mr. Dowd. Really? Certainly, would you? Please, I have a family, sir. Please. I don't care about your family. Tja, wir bedrohen ihn. Why did it have to come to this, huh? Believe me, sir, I didn't want this either. Zack. 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 Jetzt bedrohen wir ihn nochmal. This is not forgiveness of my debt. This is just a stay. Okay. You ain't such a do-gooder, are you? If you're running out on debts. I'm not running anywhere. I'm doing my best for you. If I'm here, there's a reason I'm here. You borrowed money from my business partner, Herr Strauss. You owe him, you took the money. He wants it back, what's not to understand? Where's our money? I don't have it. Sell your place. We already owe more than it's worth. Then sell your wife, or your family, or something. We ain't your idea of charity. Is that clear? Thomas! What are you looking at? Thomas! I said, what you looking at, woman? My husband isn't well. If we could just have more... Like I said, we ain't nobody's idea of charity. Get us the money. Genau. Wir wollen das Geld wieder haben. Wir haben auf jeden Fall einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Der Typ ist mit Sicherheit das nächste Mal tot, wenn ich da auftauche. So what? So, wir haben die Mission erfüllt. Das heißt, wir reiten jetzt erstmal wieder nach Hause. Oder zu Herr Strauss. Könnte ich mir auch gut vorstellen. Ah, how did you get on? Not so good. He's almost dead. And they seem more or less destitute. You were a fool for lending them the money. Well, people who aren't desperate don't seem so interested in my propositions. Of course. Das war's. Mission abgeschlossen. Geldverleih und andere Sünden Teil 3. Ich habe gar nicht mitgekriegt, dass wir Geldverleih und andere Sünden Teil 2 gemacht haben. Aber okay. Gut, dann gehen wir jetzt noch schnell zu diesem kleinen Buch hier hin zurück. Wow. Mahlzeit, grüß dich. Kann ich ihn grüßen? There he is. So, Kontrollbuch. Wir müssten noch was essen. Nächste Seite R1. Are you okay, Miss Karen? Dandy, how are you? Wie viel haben wir denn da? Unterkunft, da ist es. Lederbearbeitungswerkzeug. Trophäe erhalten, gib's den Arm. Pearson kann jetzt Verbesserungen für deine Tasche herstellen. Sehr geil, sehr geil. Wie viel Geld habe ich jetzt noch? 195? Ein Hühnerstall? Einige örtliche Bauernhöfe verkaufen alte Hühnerställe. Aber warum? Nee, oh, jetzt habe ich das Ding schon zugemacht. Ich möchte eigentlich eher gesagt nochmal reingucken. Was war denn das hier? 195, eins nach dem anderen. Dutch will etwas Gemütlicheres. Ich denke mal, dass wir uns das dann als nächstes... dass wir das als nächstes dann machen werden. Ach, schau mal, was habe ich hier denn gerade gesehen? Ich kann hier auffüllen für 25. Kann ich das nicht machen? Nö, kann ich nicht. Noch mehr von dem, was wir schon haben? Hm. Alles klar. Schade. Dann brauchen wir jetzt... So, bummelig $30 noch und dann können wir hier die Unterkunft kaufen für Dutch. Aber in der nächsten Folge werden wir eine neue Mission machen. Und zwar gucken wir uns mal kurz auf der Karte um. Wir haben hier Dutch direkt als nächste Mission hier unten. Das ist aber auch zeitgleich die neueste Mission, die wir haben. Diese hier ist ein bisschen älter. Gesucht. Tot oder lebendig.
Dutch hat gesagt, dass wir versuchen sollen, Sean von den Kopfgeldjägern zu retten, die ihn in Blackwater gefangen halten. So, das werden wir in der nächsten Folge machen. Damit fangen wir an. Ich beende hier die ganze Show an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Einschalten. Bewertet gerne den Part und lasst mir ein kleines Abo da, falls ihr das noch nicht getan habt. Wir sehen uns bis dann. Tschüssikowski.